Liebe Festgäste, es freut mich sehr, heute den Obermeierpreis entgegennehmen zu dürfen. Gerne nehme ich ihn auch für meine aktiven Freunde, Helfer und Unterstützer in Empfang. Doch nicht nur bei denen möchte ich mich bedanken. Ein großes Dankeschön auch an die, die mich für diese Ehrung vorgeschlagen haben. Da ich kein großer Redner bin, habe ich einen kleinen Film mitgebracht, der ein wenig die Aktivitäten in Bruchsal zeigt. Ich hoffe, dieser Film gefällt Ihnen, zumindest a bissle. Kann ich ja jetzt stolz den Otto-Oppenheimer-Platz anerkennen und kann wieder gern sagen,
Ich bin eine Pustlerin. Danke und Gott bless Potsdam. Satz sagen. Zunächst einmal möchte ich Sie alle mit liebe Freunde begrüßen, weil alle, die hierher gekommen sind, können nur Freunde sein. Ich selber nach Hause gehe mit frohem Herzen und mit sehr viel Zuversicht für die Zukunft meiner Kinder und Großkinder. Vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, heute mit meinen Verwandten André Fischer-Mahrum und Alex Mahrum in Bruchsal zu sein, um meinen Großvater Ludwig Mahrum zu ehren. Danke für die Ehrung, die unserem Großvater Ludwig Mahrum heute widerfährt. Ludwig Mahrum, unser Großvater, war ein Kämpfer für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, gegen Rassismus, und er war tolerant und hat sich für Toleranz in der Gesellschaft eingesetzt. Meine Familie möchte sich bei den netten Menschen in Deutschland bedanken. Ein kurzer Gebet. It is likely, under different circumstances, that I would have grown up among you. Yet I am a visitor here and need your help to navigate the streets to find where my family lived. And you need me and my brother to tell you about the history of my Aunt Tilda and my people. Ich kann eigentlich sagen, also diese ganze Veranstaltung heute, muss ich sagen, ich habe schon vieles erlebt, aber das war wirklich die erste Sahne. Thank you.
Lieber Herr Rosenberg, gerne würde ich Sie persönlich kennenlernen. Weiß aber aus Gesprächen, dass Sie nicht mehr nach Bruchsal kommen wollen, was ich selbstverständlich respektiere und verstehe. Betrachten Sie sich und Ihre Familie dennoch als immer ganz, ganz herzlich willkommen in Ihrer Geburtsstadt Bruchsal. Sie sind hier nicht vergessen. Lieber Herr Zimmermann, nach diesem Filmzusammenschluss zu reden, etwas Vorgefertigtes, ist vielleicht falsch, aber auch wieder richtig, weil natürlich, wenn man die Gedanken nicht aufschreibt, auch das eine oder andere vergessen wird. Und deswegen, glaube ich, spreche ich im Namen aller. Ihr Film, Ihr Zusammenschnitt, der die Komplexität der Aufarbeitungskultur in einer so, ich sag mal, annehmbaren Art und Weise zusammenfasst, ist außergewöhnlich. Deswegen nochmal Respekt und Applaus. Es wurde einigen Namen hier gedankt. Es fehlen viele, nämlich auch die alle heute gekommen sind und die letzten Jahre auch immer wieder gekommen sind, wenn wir zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen, Gedenken, Ereignissen angerufen haben. Ich denke, das ist schon insgesamt eine große Leistung. Ich darf mich jetzt aber an Sie wenden, lieber Herr Schmidt, mit Ihnen, die Mitglieder des Gemeinderates. Freut mich, dass aus allen Fraktionen wirklich hier heute Morgen viele gekommen sind, die seit Jahren die Aufarbeitungskultur dieser Stadt einfordern, mittragen und ihren persönlichen Beitrag leisten. Aber Sie haben Freunde, Weggefährten, weitere Menschen mitgebracht und natürlich vor allem Menschen, die auch hier genannt wurden und auf die ich gleich zu sprechen komme, die mit Ihnen gemeinsam einen maßgeblichen Anteil daran haben, dass in dieser Stadt ein Change in der Aufarbeitungskultur gegangen ist. Und insofern glaube ich, Ihnen nicht zu nahe zu treten, sondern ich darf vor dieser persönlichen Würdigung, die für Sie ausgesprochen wurde, ist an anderer Stelle und zu deren Empfang wir jetzt sozusagen einen kleinen Beitrag tun, glaube ich, in Ihrem Namen schon auch sagen, dass Sie stellvertretend hier geehrt werden. Und das ist, glaube ich, auch Ihr Selbstverständnis, sonst hätten Sie das, ohne dass wir darüber gesprochen haben, auch nicht annehmen können, das bin ich mir sicher. Damit geben wir ein Bein als Baustein in einer Aufarbeitungskultur, wo man auch mal den Namen auch, sag mal, würdigen darf. Es ist ein Glückwunsch und eine Ehre, dass Herr Rolf Schmidt vor anderthalb Wochen im Abgeordnetenhaus in der Stadt Berlin erlangt hat, eine Auszeichnung von ganz hohem Rang. Seit dem Jahr 2000 wird der Arthur Obermeier Award an deutsche Bürgerinnen und Bürger gegeben, die sich um die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in ihrer Heimat verdient gemacht haben. Die frühere deutsch-jüdische Zusammenlebung soll in Erinnerung gehalten werden, das durch den Nationalismus, wie wir wissen, ein brutales Ende gefunden hat. Und das ist auch hier heute der Grund für diese Feierstunde, Ehrungsstunde, wir wollen in der Öffentlichkeit, und das wollen auch die Vordenker des Preises, die Aufmerksamkeit eben auf Persönlichkeiten und damit auch auf die Geschichte lenken. Und oft kann man es eben personifiziert auch besser. Und deswegen hat der Vordenker des Preises gesagt, ihm ist wichtig, dass die Menschen, Historikerinnen und Historiker, geehrt werden, die zur lokalen Erinnerungskultur einen maßgeblichen Beitrag leisten. Und die Stiftung, von der die Preise vergeben werden, hat den Sitz in den USA. Sie wurde von Arthur Obermeier ins Leben gerufen, einem Vorstandsmitglied der amerikanisch-jüdischen Gesellschaft. Die Vorfahren von Herrn Obermeier stammen aus Deutschland und bei einigen seiner Besuche in der früheren Heimat hat Herr Obermeier deutsche Nichtjuden kennengelernt, die sich ehrenamtlich um die Pflege jüdischer Städte kümmerten.
dieses Engagement hat Herr Obermeier so eindrücklich beeinflusst, dass er in, ich sag mal, als Nachlass eben gesagt hat, man möchte einen Preis in diesem Sinne ausloben. Er ist mit 84 Jahren gestorben. Seitdem arbeitet seine Stiftung mit verschiedenen jüdischen Organisationen zusammen, unter anderem mit dem Deutschen Jüdischen Geschichtsrat und dem bekannten Leo Beck Institut. Jedes Jahr werden mehrere Personen mit diesem ganz besonderen Preis geehrt. Und es war natürlich eine besondere Freude, zunächst von der Nominierung und dann schließlich von der Zuerkennung des Preises an Herrn Rolf Schmidt zu erfahren. Gerne habe ich auch persönlich diese Nominierung aus der Perspektive der Stadt Bruchsal unterstützt, denn es besitzt selbstverständlich eine besondere Bedeutung, wenn einer unserer Bürger für eine solche Auszeichnung vorgeschlagen wird. Dass dies auch von Ihnen so gesehen wird, die Sie an der heutigen Feierstunde teilnehmen, beweist die große Zahl der Gäste hier im Saal, die unserer Einladung gefolgt sind. Und ich darf einige namentlich begrüßen, weil Sie da damit auch sehen, in welcher Interdisziplinärheit hier, ich sage mal, Rolf Schmidt mit seiner Arbeit begleitet wird. Zunächst darf ich Ihnen natürlich auch Ihre Frau begrüßen und Frau Ursula Schott und weitere Familienmitglieder, die noch da sind. Dann darf ich einmal auch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte namentlich nennen, dass es zeigt, wie viele denn auch da sind. Die Frau Aumann, die Frau Birkle, die Frau Bacher, der Herr Glasstädter, die Frau Langrock, der Herr Mangei, die Frau Nohl, den Herrn Schmidt, Herr Dr. Schönherr und die Ortsvorsteherin Frau Inge Schmidt. Ich denke, das zeigt die Nachrücklichkeit. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und beide Herren Schmidt sehe ich gerade. Dann darf ich aber auch die Bürgerstiftung begrüßen, die wieder einmal in der ganzen Aufarbeitungskultur hier ihre Bürgerverantwortung gegeben hat. Herr Bürg, stellvertretend von Ludwig Marum Forum, die Frau Dr. Monika Pohl und von der Friedensinitiative darf ich Herrn Zeug nennen. Aus dem Verein Jüdisches Leben Kraichgau, die ja seit Jahren an, ich sag mal, auch der alltäglichen Bekleidung des jüdischen Lebens interessiert sind und die immer wieder auch die Geschichte hier reingeben, darf ich Frau Hilbert und Frau Kempler recht herzlich begrüßen. Vom Deutsch-Israelischen Freundeskreis im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Herr Bernd Mormuth. Von den Gewerkschaften, stellvertretend noch als Ehemann, hier darf man auch Herr Schneider nennen. Und natürlich darf ich vor allem Herrn Dr. Wolf nennen, der hier maßgeblich das mit initiiert hat. Vieles, was wir über Herrn Schmidt sagen und wofür wir ihm danken, konnten wir im Film nicht nur erkennen, sondern erspüren. Ein paar Gedanken darf ich noch aufgreifen. Herr Schmidt hat in den vergangenen Jahren wertvolle Arbeit für die Geschichtskultur und die Gedenkarbeit in dieser Stadt geleistet. Ein enger Kontakt entstand ab 2009, als sich Herr Schmidt mit großem Engagement eingesetzt hat, einen innerstädtischen Platz nach dem Bruchsaler Unternehmer, Liederdichter und Philanthropen Otto Oppenheimer zu benennen. Wir wissen, dass Oppenheimers Lied vom Graf Kuno gerade in der Fasnachtszeit sicherlich in ganz anderen Kontexten gesucht wird. Und gerade dieses Spannungsfeld, das ich am Anfang ungewöhnlich fand, ist das, was in dieser schweren Aufarbeitung aus meiner Sicht auch eine gewisse Leichtigkeit und damit neue Zugänge zu anderen, auch Menschen, die sie nähern können, gegeben hat. Das ist aus meiner Sicht das ganz Spannende an dieser Art der Herangehensweise, die nicht einfach ist. Weil das Konzentrationslager und die Geschichte eben genauso dazu gehört. Herrn Schmidt ist es unserer Meinung nach gelungen, zu zahlreichen Verwandten der Familie Oppenheimer nicht nur brieflichen oder Mailkontakten zu erreichen, sondern eine wirklich auch innere Verbindung herzustellen. Das war die Grundlage, dass eine breite Teilnahme von Nachfahren bei der feierlichen Platzbenennung im Mai 2011
nicht nur gekommen sind, sondern auch, das haben wir gesehen, wirklich dabei waren. Stellvertretend darf ich hier nochmal Frau Hanne Ansel, Herr Harry Ettlinger und Herrn Walter Bernkopf nennen. Dass die Feierlichkeiten emotional waren, hat die wenigen Sequenzen gezeigt. Aber ich darf an dieser Stelle hinzufügen, ich glaube in meiner knapp achtjährigen Zeit hier, war das die verdichteste Begegnung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, ohne die Vergangenheit auszusparen. Und ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger haben, die dabei waren, das in bleibender Erinnerung. Dies auch deshalb, weil wir im November 2011 das in weiten Teilen von Herrn Schmidt verfasste, mit herausgebrachte Buch Oppenheimer in auch, das darf ich durchaus sagen, guter Art und Weise einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich machen konnten. Eine jüdische Familie aus Bruchsal erscheint, Familiengeschichte selbst und die Platzeinweihung finden darin eben auch entsprechend Raum. Viele Kapitel hat Herr Schmidt zu diesem Buch beigetragen. Bruchsal unterm Hakenkreuz, Herkunft der Familie Oppenheimer, Oppenheimer als Poet, Spurensuche in Bruchsal. Und das Besondere bei der Recherche zu diesem Buch war es für ihn, dass er erleben konnte, wie viel ältere Bürgerinnen und Bürger aus Bruchsal sofort sich an den Namen Oppenheimer erinnern konnte, obwohl sie nicht die letzten Jahre oder Jahrzehnte in der, ich sag mal, historisch korrekten Aufarbeitung das immer wieder nachgelesen haben. Es war wohl die Persönlichkeit, die Reaktionen auslöste. Ja, wir kannten die Oppenheimers noch so ähnlich, hat er das vernommen. Und so konnten wir viele Daten und bisher unbekannte Informationen über Otto Oppenheimer und dessen Familienumfeld auch zusammentragen und bei den Menschen auch wieder in Erinnerung rufen. Das war aber insgesamt nur denkbar durch die neuen Medien, die Herr Schmidt intensiv genutzt hat. Internet, E-Mail, Online-Recherche, all die Möglichkeiten der neueren Zeit, die natürlich für die kleinen Bruchsteine, die man hier zusammensetzen muss, maßgeblich zum Gelingen beigetragen haben. Dennoch, jenseits von Mails und solchen Recherchen waren es die persönlichen Kontakte, die hier letztendlich auch zum Erfolg geführt haben und eindrückliche Zeichen gezeigt haben. Sie zeigen, wie Aufarbeitung und Versöhnung Hand in Hand gehen kann. Ohne zu verschweigen, dass wir selbstverständlich auch Rückschläge haben und dass es heute Personen gibt, die nicht kommen wollen. Das darf man an dieser Stelle sicherlich auch mal sagen. Sie tragen dazu bei, diese versöhnlichen Gesten und Aufarbeitungen durch einen verantwortungsvollen Blick auf unsere Geschichte, unser eigenes Bewusstsein zu schärfen, dass wir selbst, jeder und jede, ihren Beitrag für den gerechten und friedliche Aufarbeitung leisten müssen und können. Es ist Ihnen, Herr Schmidt, zu verdanken, dass Sie bei dieser Gedenkarbeit wesentliche Anstöße und Mosaiksteine beigetragen haben, ohne ihre Person in den Vordergrund zu stellen. So war es auch der Kontakt zur Familie Marum, der im Herbst 2014 die Enthüllung einer Gedenktafel für den 1933 ermordeten Landtagsabgeordneten Ludwig Marum in Bruchsal endlich, sage ich, möglich gemacht hat. Dann darf ich noch auf die Stolperstein-Aktion eingehen. Frau Langbruck und andere im Gemeinderat haben immer wieder nachgefragt und die Bürgerstiftung war auch gleich dabei, es zu unterstützen und Sie haben, Herr Schmidt, dann maßgeblich die praktische Umsetzung, die nicht immer nur ganz einfach ist, auf sich genommen. Unbekannte geschichtliche Fakten, Schicksale über Menschen, denen Stellversteine gewidmet wurden, wurden in mühevoller Kleinarbeit genauso recherchiert, wie viele familienkundliche Bezüge hergestellt.
Und selbstverständlich haben wir seitens der Stadt, Herr Adam und Herr Moos, aber eben auch finanziell von der Bürgerstiftung dabei geholfen. Aber die wesentlichen Informationen waren von Ihnen zusammengetragen. Sodass wir, der meisten von Ihnen waren dabei, die es ermöglichen konnten, im April 2015 und im Juni 2016, und dieses Jahr stehen wir weitere Stolpersteinverlegungen an, die ersten Steine in dieser Stadt legen konnten. Deswegen auch dafür Dankeschön. Auch das ist bei den betroffenen Familien, auch wenn sie nicht dabei sein konnten, entsprechend positiv aufgenommen worden. Und ich würde sagen, es ist ihnen auch gelungen, wirklich viele Familienmitglieder, aber auch Eigentümer hier vor Ort zusammenzubringen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Am 26. April diesen Jahres, sehe ich gerade, ist die nächste Stolpersteinverlegung. Zum Schluss darf ich Ihnen sagen, danke für Ausdauer, dranbleiben, festhalten, für nicht immer einfache Gespräche auch mit uns. Es geht zu lange, es gibt Ungeduld auf allen Seiten, aber das ist das, was ihn auszeichnet. Eine, ich sag mal auch, Unerschrockenheit uns gegenüber und natürlich durch dieses unterschiedliche Zeitverständnis, ob es nicht ein bisschen schneller gehen könnte, auch die Bereitschaft, ich sag mal, nicht jeden Tag sozusagen nur angenehme Gespräche mit dem Rater, sondern mit anderen zu führen, das gehört zu dieser schwierigen, aber unvermeidlichen Aufarbeitungskultur eben auch dabei. Es geht eben auch um dicke Bretter bohren im ganz tatsächlichen, übertragenen Sinne. Ich darf Dankeschön sagen, dass Sie auch mit vielen, vielen weiteren Gesprächspartnern, Unterstützerinnen und Unterstützern in vielen Einzelgesprächen oder Gruppengesprächen weitere Mosaiksteinchen zusammengetragen haben. Und ich darf dann noch Dankeschön sagen, dass Sie auch in Zukunft uns das Signal gegeben haben, zumindest noch weitere Finger in die Wunden zu legen. Sie haben noch viele Ideen. Ob es um die Tarara-Genhalle geht, wie es mit dem jüdischen Friedhof weitergeht und so weiter und so fort. Es bleibt nicht dabei, dass wir den ein oder anderen Stolperstein jetzt noch mehr legen, aber auch das sind wertvolle Arbeiten. Insofern sagen wir hier mit diesem kleinen Empfang nicht nur Dankeschön, sondern natürlich auch Bitteschön für ein schwieriges Dranbleiben, für die Beharrlichkeit. Und ich sage im Namen des Gemeinderats, der Stadtverwaltung, der Bürgerschaft Respekt, Anerkennung und Danke. Schicken. Ich will also ein bisschen auf die Frau Oberbürgermeisterin Bezug nehmen. Sie hat richtig gesagt, ohne Hilfe und Unterstützung vieler wäre es nicht möglich gewesen, was hier im Bruchsal passiert ist, im jüdischen Gedenken. Und eins ist auch wichtig, ich weiß, dass ich stellvertretend für viele hier im Bruchsal diesen Preis entgegennehmen durfte in Berlin. Das wollte ich nur vorausschicken und jetzt komme ich zu meiner eigenen Rede, Eigentlichen, die ich mir aufgeschrieben habe. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, es freut mich, dass so viele heute gekommen sind. Mitte Oktober des letzten Jahres wurde ich aus den USA angerufen, ich sei für den Obermeier Award nominiert. Vergangene Woche nahm ich an einer tollen Zeremonie in Berlin teil und lernte viele interessante Menschen kennen. Heute bin ich hier. Ich möchte ein klein wenig zur Vorgeschichte erzählen. Mein Interesse an der jüdischen Geschichte Bruchsals begann mit Dirk Weilers Film zum 1. März 1945. Ein grauerhaften Tag liegt hinter uns, hieß dieser Film. Nach der Aufführung im März 2010 saßen wir noch zusammen und ein Freund stellte die Frage: Im Abspann wurden 1000 getötete Bruchsaler genannt.
Warum waren hier keine jüdischen Mitbürger dabei? Wo waren die an diesem grauenhaften Tag? Diese rhetorisch gemeinte Frage war der Ausgangspunkt für mein Interesse an der jüdischen Geschichte Bruchsals. Zwei meiner Ideen wurden bald umgesetzt. Die Aufführung des Theaterstücks, die Geschichte vom Herrn Rath durch die Landesbühne und durch den Bruchsaler Jazzclub, ein Klezmer-Konzert. Die Verwirklichung der Idee, einen innerstädtischen Platz nach Mutter Oppenheimer zu benennen, dauerte wesentlich länger. Es war ein langer, zäher Prozess. Letztlich wurde entschieden, den Holzmarkt, früher Adolf-Hitler-Platz, in Otto-Oppenheimer-Platz umzubenennen. Dr. Jochen Wolf suchte in den USA nach Nachfahren von Otto Oppenheimer. Mit Unterstützung des Leo-Beck-Instituts konnte er dessen letzten noch lebenden Enkelsohn ausfindig machen, Harry Ettlinger. Michael Simonson vom Leo-Beck-Institut und Dr. Wolf trafen sich in Manhattan mit Harry. Harry war sofort von der Idee begeistert. Der Enkelsohn von Ottos Bruder Jakob musste nicht gesucht werden. Er rief im Frühjahr 2011 bei mir an. Guten Abend, ich bin Walter Bernkopf, Enkel von Jakob Oppenheimer. Meine Söhne schlugen vor, Bruchsal zu besuchen. Bei der Reiseplanung fand ich im Internet ihre Berichte zu meinem Großonkel Otto. Jetzt konnte neben Ottos Enkelkindern Hanne und Harry bei der Platzanweihung im Mai 2011 auch Walter dabei sein. Im Oktober 2013 besuchte ich eine Veranstaltung der Bruchsaler SPD. Ich setzte mich neben eine Dame. Wir kamen ins Gespräch. Als sie erfuhr, dass ich kürzlich in den USA war, fragte sie, wo denn überall? Als ich sagte, ich sei auch in der Kleinstadt Simsbury in Connecticut gewesen, stutzte sie. Da wohne ich. Meine Gesprächspartnerin war Dominique Avery, die Enkeltochter von Ludwig Marum. Mit meiner Frau war ich in Simsbury, um Walter Bernkopf, Jakob Oppenheimers Enkelsohn, zu besuchen. Die Welt ist klein. Ich versprach Dominique, mich darum zu bemühen, dass auch in Bruchsal innerstädtisch ihres Großvaters gedacht wird. Ludwig Marum wuchs in Bruchsal auf und ging hier zur Schule. Im Oktober 2014 wurde beim Schloss die Erinnerungstafel für Ludwig Marum eingeweiht. Ende Mai 2013 erhielt ich über die Bruchsaler Friedensinitiative eine E-Mail des Osnabrückers Altmaier. Der versuchte verzweifelt, für die Bruchsaler Familie sicher Stolpersteine verlegen zu lassen. Er hatte dies seinem in Israel lebenden Freund Ephraim sicher versprochen. Mit seinem Anliegen rannte er aber keine offenen Türen ein. Es wurde ihm beschieden, es gäbe in Bruchsal deutliche Rufe nach einem übergeordneten Mahnmal. Daneben sei zu befürchten, dass nicht mit einem großen Spendenaufkommen zu rechnen sei, weil, Zitat, sodass die Hauptlast der ca. 120.000 Euro für alle Bruchsaler Ermordete von der Stadt zu tragen wäre. Altmaier zeigte sich äußerst verwundert über die Argumentation und die Verzagtheit in Bruchsal. Um es kurz zu machen, erstmals wurden im April 2015 Stolpersteine verlegt, die nächste Verlegung ist kommenden April. Die Spendenbereitschaft ist unvermindert groß. Im Anschluss an die Preisverleihung in Berlin traf ich mich mit meinen Gästen in einer Alt-Berliner Kneipe. Da saßen dann 16 Leute an einem Tisch, unter anderem zwei Enkel von Ludwig Marum, ebenso Steffen Jakob, ein Verwandter dreier jüdischer Bruchsaler Familien, Fuchs, Marx und Schrag, mit dabei Michael Simonson vom Leo-Beck-Institut, seit Jahren ein wichtiger Ansprechpartner von mir, und Jeanette Rosenberg, die Tochter des nach Urs deportierten Leo Rosenberg. Rainer Kaufmann hat seine Eindrücke von diesem Abend so geschildert. Ein Abendessen von Menschen, die sich teilweise noch nie gesehen hatten, die aber ein Hauptthema verband, Bruchsal und die Juden natürlich. Ein Abendessen, das niemand vergessen kann, der daran teilnehmen durfte. Ein Abschluss der Preisverleihung, der angedeutet hat, dass es jede Menge weiterer Aufgaben in Bruchsal gibt, soll das Erbe der jüdischen Bevölkerung Bruchsals weiter aufgearbeitet werden. Wie geht es weiter? Ich will weiterhin an dem arbeiten, was ich als richtig empfinde, dem Gedenken an unsere früheren Mitbürger. Jeder von uns sollte dafür Sorge tragen, dass das größte Verbrechen, das jemals in der zivilisierten Welt geschah, niemals in Vergessenheit gerät. Erinnert wird auch mit dem Otto-Oppenheimer-Platzdenkmal, zu dem Michael Tins die Idee hatte. Mittlerweile gibt es dafür einen hochgelobten Entwurf des Bildhauers Wolfgang Thiel.
Hier wird die Tradition der Pusler Fastnacht gefeiert, aber auch Leben, Vertreibung oder gar Vernichtung der Oppenheimers visualisiert. Es werden Arbeiten des Malers Karl Hubuch zitiert, der ein enger Freund von Oppenheimer war und ebenso wie dieser im Dritten Reich drangsaliert wurde. Dem Künstler gelang ein würdiges Denkmal, um die Erinnerung an Bruchsaler Mitbürger wachzuhalten, die ihres Glaubens wegen Opfer von Intoleranz und Ausgrenzung wurden. Für die Finanzierung des Denkmals konnte Michael Tins bereits einen erklecklichen Betrag einwerben. Es reicht aber noch nicht. Daher meine Bitte, spenden Sie. Eine Spendenquittung fürs Finanzamt gibt es noch oben drauf. Vielen Dank. Aber vielleicht, dass man es tiefer hält, so, ja, so, schickt das. Sollen wir den Herrn Birk noch wieder zu nennen? Ja, natürlich.